Und wieder stand er da relativ frei am Kreis. Diesmal konnte Stenzel den Ball aber halten. Und der Schnelle konnte, der Verbandskur läuft, aber unsicher. Kröger lässt den Ball fallen und der Konter der Steffen Hagen, der läuft, aber das war ein schlechter Pass. Rasant geht's hier, rasant geht's los hier. Jetzt sind knapp 7,5 Minuten gespielt. Und man merkt eigentlich, dass Banskur das Spiel schnell machen will. Dass sie immer schnell nach vorne gehen, die Angriffe sehr aggressiv, sehr schnell ausspielen. Wollen sie den Gegner müde spielen? Und jetzt das Tor von Daniel Wach. Ja, natürlich, das ist ein probates Mittel, weil wenn man sich jetzt die Wechselmöglichkeiten vom Staffenhagener Trainer anschaut, dann weiß man ganz genau, was die Uhr geschlagen hat. Mit hohem Tempo, das wäre jetzt Gift für den Gegner. Und das muss Banskur jetzt suchen, die Chance. Es gibt es gelbe. Es gibt gelbe Karte gegen Banskur Lezen. Ein Fehlpass von Kröger und die Chance zum Ausgleich für Staffenhagen. Da ist er durch und macht sicher das Tor zum Ausgleich. Kevin Neismann erfolgreich. Klütermann ist da jetzt zu Boden gegangen, kann aber alleine wieder aufstehen, hat da was vors Gesicht bekommen. Und schön rausgespielt auf Marco Ohm zum 6:5 für Banskur Lezen. Nur hat man ja nach neuen Regeln im Handball eigentlich keinen Kapitän mehr. Trotzdem hat es Banskur Lezen und auch du mit deiner Mannschaft so gelöst, dass ihr beide einen Kapitän bestimmt und durch eine Binde auch markiert habt. Welchen Sinn hat das? Erstmal hat es für die Schiedsrichter den Vorteil, dass sie klar erkennen können, wer ist der Ansprechpartner auf dem Feld. Sonst ist die Möglichkeit, dass viele Leute sich immer, oder die Schiedsrichter sich immer einen herauspicken, um mit der Mannschaft zu kommunizieren. Ich möchte jemanden, der direkt ansprechbar ist, deswegen signalisiere ich es. Das ist meine rechte Hand auf dem Spielfeld, das ist mein verlängerter Arm und das soll es auch ganz klar auszeichnen und es ist auch eine Belohnung für die Spielerin bzw. hier von Christian Klatt. Ja, und hier der Wurf von Klütermann erst abgeblockt und dann vom Torwart noch eine Hand dran, dementsprechend Abwurf für Staffenhagen. Und auch da kommt er relativ frei zum Wurf. Und macht das Tor, Stefan Kosov. Und das war ein schneller Konter, schnelle Mittel für Banskur Lezen. Tor durch Marco Ohm sowie gelbe Karte gegen Staffenhagen, Matthias Wassmund. Wenn ich mir jetzt das Spiel angucke und vergleiche mit den anderen Spielen, die wir bisher gesehen haben in der MV-Liga, scheinen die Schiedsrichter, du sagst, dass sie haben sehr, sehr gut ausgebildet. Sie scheinen auch, und Tor da von Hendrik Strauß, und da sehen wir es gerade. 2 Minuten gegen Staffenhagen, dass sie sehr, sehr hart durchgreifen und auch mit sehr, sehr vielen Strafen arbeiten. Wir haben viele gelbe Karte gesehen, wir haben die rote Karte gesehen. Wir haben sehen jetzt 2 Minuten. Kann das für Staffenhagen nachher bedeuten, dass man mit 6 bzw. 5 vielleicht zu Ende spielen muss, weil noch ein paar Leute runter müssen? Wenn die Undisziplinierten sich so weit ergeben, dann auf jeden Fall. Weil das sind unnötige Aktionen, die dort gespielt werden. Der Gegner ist frei durch. Dann lasse ich ihn da spielen mit dem Wissen, was auch bei mir auf der Bank los ist, lasse ich ihn da einfach werfen und bringe meine Mannschaft in der Phase, die noch, wo ich noch mithalten kann, bringe ich meine Mannschaft nicht in diesen Nachtreffen. Währenddessen machen sie aber auch wieder eine Unterzahl. Stefan Kosov
Posso, da muss ich mich entschuldigen, zum 8:7. Das macht Schaffenhagen allerdings gut. Also vorne scheint es noch zu funktionieren bei den Gästen. Ja, wir haben 12 Minuten gleich gespielt. Noch ist alles auf Augenhöhe. Klar, Bansko muss ein Spiel finden, muss sich mehr Räume verschaffen, die Freiräume nutzen, so wie jetzt bei Lars, der vielleicht auch den Pass hätte nach außen spielen können, weil er bindet zwei Leute. Es ist also dann irgendwo, wenn man schon in Überzahl spielt, dass sich noch eine weitere Überzahl bietet und Marco Umstand frei, aber so ist auch okay. Ja. 9:7, Lars Klütermann. Und nur hat man es bei Bansko gehabt. In den letzten Spielen kein Spiel unter 30. In die Richtung geht es heute auch. Das wird man sehen. Also jedenfalls deutet erstmal alles darauf hin. Nach 12 Minuten 9 Tore geworfen. Ist natürlich schon ein deutliches Indiz für ein torreiches Spiel. Nur ist es so, dass man bei Bansko zwar jedes Mal über 30 geworfen hat, aber auch zweimal 30 bekommen hat. Ist das dann ein Indiz, dass in der Abwehr noch nicht alles stimmt? Na, wenn das Spiel schnell gehalten wird, dann ergibt sich irgendwo immer ein Raum. Das ist gerade im Umkehrverhalten, wenn du schnell nach vorne läufst oder schnell zurückläufst, nicht jeden Gegenspieler dann gleich bekommst, der Gegner dann auch ja zu einfachen Toren kommen kann. Dann muss man eben halt so sehen, wenn man vorne 30 Tore wirft, das heißt also, hat der Gegner mindestens auch 30 Mal den Ball in eine andere Richtung und auch die Möglichkeit, demzufolge Tore zu werfen. Und Mike Stenzel jetzt mit seinem ersten Fuß am Ball, kann diesen Ball haben, hadert aber noch sehr mit seiner Abwehr. Und auf der anderen Seite Christian Bach mit dem Versuch, Torwart und Pfosten hindert am Torerfolg. Und auf der anderen Seite ist Christian Bach dann wieder da und hält den Spieler auf und erreicht somit den Freiwurf und nicht das Gegentor. Ja, während da Mike Stenzel den Ball wieder hält, haben wir gerade gesehen, der Spieler mit der Nummer 9 bei Schaffenhagen wollte gern raus. Der Torwart, der Trainer schickt ihn zurück aufs Feld. Das ist das erste richtige Indiz dafür, dass es schwierig wird für Schaffenhagen, heute mit der Truppe durchzukommen. Ja, kommt drauf an, was der Spieler gerade hat. Es wird außer vom Bürger genommen. Wenn der Spieler da eben halt eine Verletzung hat, dann muss er kurz runter. Vielleicht war er eben halt nur nicht vorbereitet und wollte das Spiel nicht komplett durcheinander bringen. Gut, in der Auszeit genommen von Bansko Lezen genommen. Das heißt, trotz der Führung 9:8 scheint Bürger Frind alles andere als zufrieden mit seiner Mannschaft. Das muss man auch ganz klar sagen. Also zufrieden kann man mit der Leistung für einen Spitzenreiter nicht sein. Es sind zu viele einfache Passfehler, zu viele klare Chancen, die ausgelassen werden. Und hinten in der Abwehr wird auch noch nicht dementsprechend gearbeitet, sodass man zufrieden sein kann. Man kann sich beim Torwart bedanken, dass man eben halt jetzt noch den Vorsprung hat. Perry arbeitet gut. Aber trotzdem geben seine Mitspieler in der Deckung eben halt den Gegner, wir haben es ja schon gesagt, zahlreiche Lücken, gerade am Kreis, weil Schaffenhagen ab und an auf dem zweiten Kreisläufer auflöst, dadurch Räume schafft. Da muss man sich eben halt drauf einstellen und ich denke, das wird Birger Ihnen jetzt gesagt haben und dass es in die richtige Richtung geht. Ja, jetzt geht das Spiel weiter. Ja, es ist für Bansko Lezen. Es geht hier ja auch um eine Premiere, um einen Vereinsrekord. Man war ja schon drei Spieltage lang Tabellenführer in der höchsten Liga Mecklenburg-Vorpommern. Du warst selber bei Bansko aktiv, warst, wirst dich erinnern. Und jetzt ist hier die Möglichkeit, die ersten vier Tage hintereinander auf dem Platz an der Sonne in der Tabelle zu stehen. Und das ist natürlich auch ein Anreiz. Es war damals schon eine schöne Zeit. Es war noch eine relativ junge Truppe, die wir damals, das war was Besonderes für uns. Mittlerweile ist die Mannschaft gereift. Die Jungs sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben. Die Mannschaft ist älter geworden. Jetzt weiß man, wie man auch vernünftig Handball spielen kann. Das ist kein Zufallsprodukt, dass Bansko da oben steht. So intensiv, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Mit den Verstärkungen, gerade Lars Klütermann, ist natürlich ein deutliches Indiz, die Mannschaft zu verbessern. Die Rückkehr von Marius Seider war extrem wichtig und also es ist keine Überraschung, das ist eben halt nicht die Mannschaft vom letzten Jahr, das darf man absolut nicht vergleichen miteinander. Ja, du sagst, es ist nicht die Mannschaft vom letzten Jahr, obwohl, mal abgesehen von Lars Klütermann,
der nur ganz neu ist. Mario Seidel hat Ende letzte Saison ja schon wieder mitgespielt. Und jetzt das Tor für Staffenhagen. Letztendlich doch fast die gleiche Truppe. Trotzdem nicht vergleichbar. Wie kommt das? Naja, so ein Spieler mit Zweitliga- und Erstliga-Erfahrung gibt natürlich schon der Mannschaft einen gewissen Rückhalt. Da muss man sehen, Christian Klatt ist letztes Jahr aus dem Ausland wieder zurückgekommen, musste sich auch erst wieder finden. Daniel Wach war immer mal wieder berufsbedingt oder verletzungsbedingt verhindert. Das Gleiche trifft auch Henrik Strauß zu. Man hat auch deutlich gesehen, zum Ende des Jahres ist das Spiel von Bansko wieder besser geworden mit der Übernahme von Marius Seider. Schönes Anspiel von Daniel Wach auf Christian Klatt, gut gesehen. Und das zeichnet eben halt auch einen kompletten Spieler aus, nicht nur selbst zu gehen, sondern auch seinen Mitspieler zu sehen. Nein, und also die Mannschaft hat sich vielleicht vom Personal her nicht deutlich verändert, aber von der Einstellung, von der Trainingsweise und auch von der Konstanz. Das ist, glaube ich, das, worauf Birger auch großen Wert legt, Konstanz innerhalb des Trainings, auch da die Leistung abzurufen, der Trainingsbeteiligung. Er achtet eben halt sehr auf die Trainingsteilnahme und reagiert dementsprechend darauf, setzt seine Spieler auch unter Druck. Nur wer eben halt zum Training kommt, spielt auch. Ja, es scheint gewirkt zu haben. Es ist nicht nur so, dass man jetzt erfolgreicher spielt. Das Spiel sieht auch um einige schneller aus als noch im letzten Jahr bei den Bandscoren. Riskantes Anspiel da von Lüdermann auf Klatt. Und Wach nutzt die Finte und findet die Lücke zum 11:9. Also tun sich einige Lücken jetzt auf, auch in der Staffenhagener Abwehr. Aber man fasst nicht mehr so unkontrolliert zu, wie noch zu Beginn der Partie. Ich glaube, die Signale, die die Schiedsrichter gesendet haben, waren sehr deutlich, dass man mit der Übergangart gar nichts hier zu tun haben möchte. Und darauf muss sich der Gegner natürlich auch einstellen. Ich denke, das werden sie auch in der Auszeit mit besprochen haben. Und dann, dadurch kommen dann eben halt jetzt auch die Freiräume. Das ist die einfachen Tore für Bansko, weil der Gegner nicht mehr so aggressiv in der Abwehr zupackt. Ja, das war jetzt Marco Ohm mit dem Treffer für Bansko Lezen. Vorher Oliver Wickel für Staffenhagen zum 12:10. Jetzt nach knapp 18 gespielt Minuten. Aber man merkt eben auch, der Spieler Staffenhagen steht. Die versuchen das ein bisschen langsamer zu gestalten. Kräfte zu sparen, weil es ist noch ein langer Weg hier. Es sind noch 42 Minuten zu spielen. Und das war wieder ein klasse Anspiel nach außen. Und Felix Stöcker trifft da erneut. Die kriegen den Außen da nicht ganz in den Griff. Ja, ist so, dass der Marco Ohm relativ rechtzeitig abläuft, was ja nicht der falscheste Weg ist. Aber wenn mein Außen oder wenn der Gegenspieler seinen Außen immer wieder von außen von da trifft, dann muss er auch eben halt mal auf einen schnellen Angriff verzichten und hinten erstmal diszipliniert die Abwehr zu Ende spielen. Oder verliert Klüdermann den Ball und der Konter für Staffenhagen läuft und der Torwart ist dran, aber der Ball ist im Tor. Das sieht natürlich unglücklich aus. Andreas Nelses mit dem Ausgleich. Der Ball geht vorbei, kein Pfiff von den Schiedsrichtern. Jetzt sogar die Möglichkeit für Staffenhagen, hier erneut in Führung zu gehen. Und das war ein klasse Anspiel. Und Kosov mit dem 13:12. Ist das jetzt so ein bisschen das, was ich vorher ansprach, dieses Gegner zu leicht nehmen? Ja, das ist es eben. Ich sag mal, so eine rote Karte zur frühen Phase muss, auch wenn das vielleicht bedeutender Spieler ist, nicht immer zum Nachteil sein. Das ist auch ein Hallo-Wachzeichen vielleicht für die Mannschaft und sagen, komm Leute, jetzt drücken wir noch enger zusammen. Wir nutzen unsere Chance, die wir schon gar nicht haben und versuchen da das Beste draus zu machen. Das ist ja auch im Fußball, sieht man ja oft genug, dass die Underdogs den